Hallo liebe Onkel Kramer Freunde, lass uns mal reingehen in den Onkel Kramer Laden. Heute geht es um einen ganz besonderen Automaten und zwar um einen Kapselautomaten. Kapselautomaten ist ein super geiles Geschäft und zwar ist es das Teil hier. Das ist ein Kapselautomat, den werdet ihr wahrscheinlich kennen aus Supermärkten und diesen kleinen Indoor-Freizeitparks und so weiter. Das ist definitiv ein super Geschäft, wo ihr nicht viel Arbeit mit habt und das sich auch relativ schnell bezahlt macht. Es kommen in der nächsten Zeit noch einige Automaten dazu. Heute aber geht es um den Kapselautomaten. Ab geht's, nach dem Intro. Es geht los, Automaten! Der Kapselautomat dabei! Happy Welcome am Wending Friday. Erstmal schön, dass du eingeschaltet hast. Herzlich willkommen in meiner Wohlfühl-Oase hier im Onkel Kramer-Laden quasi. Es kommen immer mehr Automaten, hauptsächlich Waren bzw. Verpflegungsautomaten, Getränke und Snacks und Eis und ne? Aber jetzt haben wir nochmal sowas für die Kinder hier, so ein Kapselautomat. Kapselautomat ist eine schöne Sache. Und das ist das gute Stück hier. Ein wunderbarer Kapselautomat. Beim Kauf gilt es einiges zu beachten, solcher Dinger. Die werden in China gefertigt. Da gibt es natürlich Importeure, wo man es von kaufen kann. Bei uns wird man es demnächst auch im Shop kaufen können. Und nein, da werden wir nicht reich mit, aber es ist einfach mal dazu da, damit ihr euch traut, vielleicht den ersten Schritt zu machen ins Vending-Business, damit ihr erstmal Blut leckt, die Nadel im Arm drin habt. Aber es lässt sich da durchaus mit Geld verdienen. Wie viel, kann ich in meinem Fall hier bei dem Standort noch nicht sagen. Das erfahrt ihr immer am Monatsende, wie viel Umsatz gemacht hat. Der Kapselautomat selbst steht jetzt 2 Tage da, hat jetzt 13 Euro Umsatz gebracht. Und das Wochenende kommt noch. Am Wochenende ist Hauptkampftag für solche Automaten. Denn dann kommen hier sehr viele Familien mit Kindern, die sich hier kurzzeitig aufhalten, ein bisschen vergnügen, ein bisschen verpflegen und dann weiterfahren zu dem Ziel, wo die hinwollen. Also das ist hier ein leichtes Ausflugsziel. Die Dinger gehen natürlich richtig pervers ab im Supermarkt. Die Zahlen kann ich euch nicht sagen, weil ich da keinen stehen habe. Könnt ihr aber ausprobieren, das Invest ist sehr gering. Und ja, habt ihr mit einer Füllung, die hier drin ist, ne? Also diese Kapseln, die da drin sind. Wenn die alle rausverkauft sind, dann hat sich das Gerät bezahlt gemacht, inklusive die Kapseln. Also es zahlt sich selber ab. Ich denke mal, meistens kennt ihr das, es sind dann mehrere in Reihe geschaltet und ja, da gibt es noch Rollfüße für, die kann ich euch nicht empfehlen, das wird dann sehr kippelig und halt, um das Ganze zu erweitern, gibt es unten nochmal so einen Aufsatz, dann kann man die quasi ineinander stecken. Ganz wichtig, es gibt verschiedene Kapseln. Die Kapseln könnt ihr natürlich auch bei uns oder über uns beziehen. Sollten die nicht im Online-Shop gerade verfügbar sein, einfach eine Mail bzw. übers Kontaktformular und sollte man das Ganze hinkriegen. Das hier ist ganz interessant, das sind zum Beispiel diese Tiere, Hunde, Welpen mit Decken und da haben wir den Vorteil, dass verschiedene Tiere sind, das heißt die Kinder, auch wenn die öfter kommen, werden die immer noch wieder was ziehen, genauso wie hier. Die sind zwar ein bisschen ausgelutscht, sage ich mal, als Thema, aber werden trotzdem gerne immer noch aus dem Automaten gezogen. Die bringen 2 Euro, die bringen 1 Euro, genau so bzw. mit entsprechender Füllware könnt ihr das dann bekommen. Probieren wir mal einzuziehen hier, also das hier ist 1 Euro. So, wir drehen. Zack. Und dann fällt hier unten unser Hundewelpe mit Decke raus. Ganz wichtig, die Teile sind auch alle mit Löchern versehen. So kann kein Kind irgendwie ersticken. Manchmal ist der Teufel ein Eichhörnchen. Hier ist der Hundewelpe. In meinem Fall habe ich Glück gehabt. Mops. Der Mops heißt Duke. Da kann man die Hundehütte quasi hier nochmal bekleben. Und das ist eine coole Sache. Das ist nicht unbedingt so ein Glibberaugen-Wegwerfartikel. So, oben drinne einmal checken hier. Hier haben wir diese Popmies. Die kennt ihr. Da muss man dann in die Löcher reindrücken und das poppt dann halt. Und das finden alle Kinder toll. Die sind schon ein bisschen länger auf dem Markt und vielleicht ein bisschen ausgelutscht, gehen aber in diesen Automaten immer noch. Das sind Anti-Bescheißer-Münchschaltgeräte. Das Kind schmeißt einen Cent oder sowas zum Beispiel rein und es fällt einfach nach hinten durch, ohne dass hier irgendwas verstopft wird. So kann das Gerät auch, wenn ihr mal länger nicht hinfahrt, weiterlaufen und ja, bringt euch auf jeden Fall Kohle, weil wenn ihr irgendwie so ein Teil habt, wo ihr die halbe Mechanik auseinandernehmen müsst, weil ihr das irgendwie mit Gewalt noch rauspulen müsst, verdient ihr natürlich in der Zwischenzeit, wo das Ding dann halt nicht läuft, kein Geld. Und was man auch sagen muss, ihr könnt schnell ranfahren. Hier ist die Geldkassette drin, die lässt sich übrigens abschließen. Die kann man öffnen, vernünftig reinschieben und abschließen. So, dann haben wir zusätzlich nochmal natürlich die Möglichkeit, das Ganze zu befüllen. Da schließen wir das hier auf. Guckt immer, dass ihr keinen Schlüsselbund dran habt, dass alles zerkratzt, nicht wie bei mir. So. Und dann könnt ihr hier das Ganze zur Seite legen und hier noch eure Kapseln auffüllen oder gucken, warten und so weiter. Ist ein cooles Gerät,
kostet nicht viel Geld, zahlt sich selber ab, besser geht's nicht. Ich meine, ihr kauft euch ein Handy oder irgendwas für 1.200 Euro und das macht euch jeden Monat ärmer. Hier gibt ja einmal, ja, keine Ahnung, seht ihr ja dann, 500, 600, ich weiß noch nicht genau, was die kosten, gibt ihr dann dafür aus und habt quasi einmal Geschäft und habt quasi jeden Monat passives Einkommen. Das könnt ihr zusätzlich zu euren Snackautomaten auf der Route mitverteilen. Und das sind Sachen, die einfach mal Geld bringen und nichts kosten. Das ist kein Konsummüll, das hier ist ein Geschäft. Ich habe auch gefragt, Michael, wie sieht's aus mit Diebstahl, Vandalismus? Bis jetzt waren, glaube ich, 2 Geräte mal umgekippt. Geklaut wurde noch keins. Und ja, wenn da mal was weg ist, dann ist der Verlust nicht ganz so herb vom Finanziellen her, als wenn jetzt irgendwas Größeres mal wegkommt. Ne? Ihr werdet auf jeden Fall am Monatsende sehen, wie viel Umsatz das Ding gemacht hat. Ich kann euch schwören, das macht mehr Umsatz als der Massagesessel, der mehr als das Dreifache von dem Gerät Gebrauch gekostet hat. Ne? Der Flummi-Flipper beispielsweise, obwohl das wirklich cool ist. Es nutzen weniger Kinder, die wollen lieber einen Euro und das Zeug haben. Die wollen kein Flummi haben, interessiert die nicht. Und so viel zum Thema Kapselautomaten. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Das war mal ein etwas kürzerer Wending Friday. Dafür gibt es morgen noch eine Folge und zwar geht es um die Finanzierung von Automaten. Da wird nochmal extra drauf eingegangen. Wir bieten ja eine eigene Finanzierung an. Und das möchte ich euch einmal ganz kurz zeigen, erklären, warum finanzieren, warum nicht bar kaufen. Selbst wenn ihr die Kohle liegen habt, warum sollte man die Dinger finanzieren? Steuerliche Vorteile und so weiter. Also, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Bis morgen. Euer Onkel Kramer. Wir sehen uns dann am Wending Saturday. Night Fever. Ciao.